Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit Köln und einem Krieg mit Brandenburg und gegen Sachsen. Ja, und der Elsass hier unten, die sind da mit im Boot. Da sind wir jetzt gerade unterwegs und wollen mal gucken, was da so los ist, was die da für Einheiten haben, ob wir da kämpfen können oder nicht. Und das sollten wir mal in Angriff nehmen gerade. Was ist das? Der Frieden liegt hinter uns. Okay, gegen Hessen können wir Krieg führen. Wie sieht denn das da aus? Haben wir da einen Anspruch? Ich glaube nicht, ne? Geheimdienstaktionen fingieren wir mal einen Anspruch und zwar erstmal auf Hessen. Das macht Sinn. Gut, ja, gucken wir mal, was da unten so los ist. Marschieren die weiter, marschieren die noch weiter. So, jetzt müssen wir gucken. Kurze Pause. Automatisch speichern, ja, und ich würde sagen, wir marschieren mal erstmal nur hier hin. Im Nachbarland können wir dann mal reingucken, oder? Oh, da kommen schon Achte. Ja, ich würde erst nochmal zurück marschieren, aber ich glaube, das ist zu spät, oder? Nee, doch. Achte gegen Elf, das sieht nicht unbedingt gut aus, ne? Ich glaube, wir würden da mal... Oh, warte mal, da ist was los. Ist das Elsass? Tatsächlich. Gut, dann aber bleiben wir natürlich da, weil das macht sich dann gut, oder? Die Trierer helfen uns gar nicht, oder? Kann das sein? Hm, tolle Verbündete. Aber okay, da kommt jetzt die Unterstützung der Brandenburger. Dann klappt's ja doch. Gut. Waren das die 8 oder waren das andere 8? Ne, das waren die 8. Dann kommen wir da wohl rein, ne? Würde ich sagen. Dann schauen wir mal zu, dass wir das Land besetzen. Die Österreicher kommen von da unten. Sind die mit im Krieg? Nein, ne? Nein. Was machen die hier? Gut, 6 Einheiten. 30 Geld haben wir da oben. Finanzbericht, Darlehen zurückzahlen, klar, dann nehmen wir das auch los, wie viel haben wir da noch? Sollen wir mal gerade reingucken. Nur noch 8 Darlehen, das ist doch cool. Da haben wir noch nichts. Anspruch läuft. Warte mal, wegen zurück, wer war das? Wer denn? Ich würde mal gerade nochmal Pause machen und wir sollten gerade nochmal überlegen, gegen wen wir noch einen Anspruch fingieren könnten. Hessen wäre da. Tja. Was ist denn mit den Mainzern? Ja komm, machen wir Schaden, kann das ja nicht, ne? Wenn wir hier Krieg haben, können wir das auch mit dem Anspruch machen. Gut, das ist unser Geld, sieht gut aus. 688. Hier ist alles in Butter, da geht es irgendwann auch weiter. Hier auch. Was ist das nächste dann? Schulden und Darlehen. Erhalten 5 Prestige. Was war das Ziel? Geldern, die Meinung immer noch unten. Kriegsmüdigkeit verringern wir mal. Stabilität können wir auf 3 steigern. Komm, machen wir. Soll nicht schaden, ne? Das ist nicht wichtig. 13 von 17 läuft. Ja. Dann können wir das mal so lassen. Gucken hier in Elsass rein und lassen wieder laufen. Rudolf Barton ist da der Anführer. Ja, einem Armee mit so und so vielen Leuten. Alles klar, das passt. Steht hier oben. Unruhen. Krieg ist klar. Elsass ist gleich besetzt, denke ich. Sieht das hier oben. Anhalt ist auch besetzt. Und Sachsen muss auch dran glauben, ne? Wer haben wir denn hier? Polen ist dabei, okay. Mauern durchbrochen.
49% Minus steht da. Nur um, dass es läuft. Österreich, Baden. Machen wir Pause. Aber das ist ja eigentlich hier immer unser örtlicher Adliger, ne? Was haben wir denn auch? Hingabe ist diesmal aber nicht mehr so gut. Prestige ist aber zu brauchen. Sachsens Meinung über Köln interessiert uns nicht mehr. Verlieren wir 10 Hingabe. Der erhalten wir Hingabe da auch. Ne, ja, das brauchen wir schon mal gar nicht. Prestige möchte ich nicht verlieren. Ein talentierter Theologe wäre jetzt wahrscheinlich das diesmal, ne? Oder? Komm, wir nehmen das erste wie immer. Gut. Thronfolge ist dann gesichert. 3, 4, 5 hat der. Ja, ist auch nichts Tolles, ne? So, weiter geht's. Finanzbericht, Darlehen zurückzahlen, wenn wir das können. Dann sind es noch 7. Das ist Mainz. Okay. Hier müsste es jetzt mal geknackt werden. Tauschhandel nimmt zu. Ja, das weiter. Ein Film. Okay. Bürokratie erfolgreich. Da machen wir gleich eine Gegenmaßnahme. Dann hat sich das auch erledigt. Jetzt ist Hessen unser Kriegsgrund, der nächste. Mainz und die Pfalz. Was ist das? Oh, ein Ruf zu den Waffen. Oder schon 2. Oh, Trier wurde der Krieg erklärt. Wir werden denen helfen, definitiv. So, das ist die Pfalz. Warten wir noch. Marschieren weg. Ja, und jetzt müssen wir denen aber helfen, ne? Die marschieren da allerdings ein, oder? Wir müssen da lang, auch interessant. Und die sind zu wenig, ne? Wie kann man nur das machen? Hm. Damit haben wir die Geschichte verloren. Einer ist übergeblieben, ne? Toll. Wo ist denn unser übergeblieben? Sah nur so aus, oder was? Die Trierer mit 4 Leuten abgehauen und unsere sind definitiv auf der Strecke geblieben, ne? Toll. Hier in Westfalen, da gibt's tolle Pferde, den müssten wir dazu nehmen, ne? Was macht Hessen? Hessen zieht damit rein. Hm. Haben wir hier Elsass, Böhmen und Sachsen da drin, super. Ne? Pest. Nee, dann machen wir was mit dem Geld. Ein Errungskrieg gegen Mainz geschafft. Okay, und irgendwo haben wir verloren. Das sind nur 7 Truppen, da kann man nichts ausrichten. Dumm gelaufen von den Trierern, ne? Anführer setzen und einen. Und dann müssen neue Truppen kommen.
Ja, da holen wir noch einen dabei. Ja, das schaffen wir auch nicht. Wollen wir gar nicht reinlaufen. Ja, 19 gegen 7. Die 7 haben verloren. Drei Truppen. Trierer sind da. Die schicken wir jetzt mal nach da hinten erstmal. Hier heben wir neu aus. Ja, lassen wir mal so. Wer ist das? Würzburg. Verlieren wir Stabilität, verlieren wir Prestige. Nehmen wir das. Okay. Nein, die lassen wir da stehen. Läuft weiter. Thronfolger benötigt. Hingabe. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Hingabe verlieren ist jetzt auch nicht. Komm, machen wir diesmal einmal drauf. So. Jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir da mal hinkommen, ne? Speichert. Die Armee läuft darüber, die läuft darüber. Ah, da unten. Warte mal. Brandenburg schloss Frieden mit seinen Oberen Sachsen. Okay. Ja, da können wir auch nichts ausrichten, ne? Den können wir noch einen. Da geht nix. Stopp. Da den mit völlig. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Da den verlängern. Und die schicken wir noch eine Einheit da rein. Und dann schicken wir die über da zur Unterstützung, weil das klappt. Oh, jetzt kommen die anderen aber. Jetzt gibt es eine eure Mütze. Ja, schade, ne? Das war's dann wieder. Trier haben das nicht so ganz verstanden. Den Schlacht haben wir verloren. So, er hat kein Geld, um neue Truppen auszuheben. Tauschhandel nimmt zu. Machen wir so. Gucken wir mal gerade rein. Ne, das war da. Können wir senken. Ne, können wir nicht senken. Müssen wir ein bisschen Geld haben, damit wir neue Einheiten wieder ausheben können. Die dahin. Was? Kriegen wir das hin? Das zu befreien? Ich glaube schon, ne? Die stellen sich dahin anstatt da, ey. Das ist doof gelaufen, ne? Jetzt haben wir keine Leute mehr, deswegen geht da nichts voran. Ja, ich glaube, wir können mal abziehen. Kann es nicht sein, dass wir da nicht wegkommen, ne? Toll. Ja. Ja, schon mal nichts mehr, ne? Zwei Einheiten können wir dann ausheben. Mehr haben wir nicht.
ziehen wieder weg. Die Trierer haben das Ding verloren. Tja, das auch geht gerade vor die Hunde. Nicht so dolle. Ja, warten wir es gerade ab, ne? Ob ich noch Stabilität steigern, ne? Ja, können wir aber nicht machen gerade. Ja, jetzt wo ich belagert das. Anführer ist da. Geldern ist da. Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Oh. Dumm gelaufen, ne? Sowas. Warum laufen die auch darüber, ne? Ja, Geld ist jetzt weniger das Problem, sondern mehr. Die Geschichte mit dem Dingens, sag schon. Soldaten. Zurückzahlen, okay, weg ist es. Jetzt wäre eine Einheit fällig. Jetzt fehlt aber das Geld gerade. Da geht jetzt was. Zusammenführen, Anführer ist da, nach da drüben ziehen. Bringt mir nichts da, jetzt reinzuziehen, ne? Sind wir einfach zu wenig, ne? Moral der Armeen. Oh, jetzt wird Köln auch noch besetzt. Drei Einheiten von der Warner. Können die was machen? Nein, wir haben gar nicht genug Leute. Müssen wir ein bisschen hochrüsten. So. Berg ist besetzt. Hier 28 Truppen, ne? Kannst nichts machen. Oh, irgendwo erheben sich. Oh, toll, in Braunschweig haben wir nicht aufgepasst. Das ist ganz schlecht, ne? Wieso können wir da in Münster was bauen hier? Bronzener Kanone. Krass, oder? Nochmal zurück. Irgendwas verpasst? Nein, ne? Waffenträger, Bronzener Kanone. So. Ja, jetzt war Köln verloren. Jetzt kommen die nächsten da oben bewahren. Tja. Ziehen wir da noch einen raus. Trier kann sich dann mal geschlagen geben, ne? Trier hat Frieden geschlossen. Super.
Und wir haben Nassau dadurch verloren. Auch schön, ne? Auftrag nach Württemberg. Ja, lass die mal durchmarschieren, ist egal, ne? Anhalt schickt uns ein Bündnisangebot. Ah, Sachsen-Anhalt. Anhalt ist befreit worden, ne? Was machen wir mit denen? Die werden doch bestimmt gleich wieder um die Ecke gebracht. Kurz oder lang, ne? Nee, machen wir nicht. Lass weg. So, die Truppen schicken wir mal dann nach Köln rüber. Anders hat das ja keinen Sinn. Und dann müssen wir aufrüsten, bis wir die 8 da kontrollieren können. So. Das auch haben wir verloren. Können wir eine Technologie investieren? Marktplatz, das machen wir auch. Okay, Schiffswerft können wir bauen. Wir sind aber nicht im Wasser, bringt uns nicht so ganz so viel. Okay. Kriegen wir ein Darlehen weg? Nö. Kommt aber dann gleich. So. Die Hanse hat Köln als neuen Rivalen bestimmt. Da sind sie schon, oder was? Na super. So, die sind da gerade von frühzeitig rausgezogen. Wie sehe ich das? Geldern. Truppen fehlen. Ja. Wenn die 8 da zusammenziehen, dann haben wir ein Problem. Mit den 10ern da zusammen, ne? Okay. Da erhalten wir Hingabe. Jetzt gehen sie da rein, das ist nicht gut. Jetzt sind die 18 Einheiten da. Können wir in der Zwischenzeit, oh guck mal, jetzt sind sogar schon 19. Jetzt befreien wir erstmal wieder Heuer. Ich hab nix. Wir brauchen mehr Einheiten, ne? Wo kriegen wir am schnellsten und am günstigsten die Einheiten her? Ha? Die können wir überall bauen jetzt. Hier 29 Tagen. Dann bauen wir die doch da mal hin, ne? Nassau ist wieder da. Ja, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Wir versuchen weiter aufzurüsten, dass wir mehr Leute kriegen und dann vielleicht erstmal unsere Rebellen da bekämpfen. Und dann schauen wir weiter, ne? Zurzeit sieht es ein bisschen mau aus. Gucken wir mal, dass wir das noch gerade machen. Ja, haben wir angestoßen. Okay. Agenten entdeckt. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.